Tief im zentralvietnamesischen Dschungel liegt ein echtes Weltwunder. Beeindruckend. Eine vergessene Welt, die ein einzigartiges Ökosystem beherbergt. So etwas gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Der heilige Gral für jeden Biologen. Mittendrin ein Team von Wissenschaftlern. Was für eine Höhle. Schaut euch das an. Unglaublich. Mit der Mission herauszufinden, ob dies die größte Höhle der Welt ist. Die vietnamesische Son Dong-Höhle ist weitestgehend unerforscht. Mehr Menschen waren auf dem Mond als in diesem Höhlensystem. Doch nun macht sich ein Team von Höhlenforschern und Wissenschaftlern auf, herauszufinden, ob dies die größte Höhle der Welt ist. Die Höhle ist riesig. Und wir stehen gerade mal im Eingangsbereich. Echt toll. Das hier ist eine einmalige Gelegenheit. Echt aufregend. Ich bin quasi die Erste, die einen Fuß in diese Höhle setzt. 2009 betrat Jonathan Sims als Erster die Höhle. Doch eine Felswand hinderte ihn daran, weiter vorzudringen. Doch nun kehrt er zurück. Howard Limbert, ein Höhlenexperte, begleitet ihn. Ihr Ziel, die Höhle zu erforschen und einen Weltrekord aufzustellen. Das Team seilt sich 100 Meter in die Tiefe ab. Howard Limbert hat schon 12 Expeditionen in die Kalksteinhöhlen von Vietnam geleitet. Doch diese Expedition ist besonders gefährlich, da die Höhle so abgelegen ist. Jeder kann hinfallen, sich den Knöchel brechen und wenn das passiert, haben wir ein Problem. Und los, Annette! Die deutsche Biologin Annette Becher kann den Abstieg kaum erwarten. Sie hofft auf ein höhleneigenes Ökosystem. Höhlenforschung und biologische Forschung auf einmal. Echt super. Daryl Granger ist ein Höhlenexperte. Er ist hier, um die Geheimnisse der Höhle zu lüften. Seil! Sollte dies die größte Höhle der Welt sein, will er herausfinden, wie sie entstand. Die Höhle ist anders als alle, die ich kenne. Südostasien ist bekannt für 459 Millionen Jahre alte Kalksteinlandschaften. Vietnam ist übersät von Höhlen, aber die Son Dong-Höhle im Ca Bang-Nationalpark ist eine riesige Ausnahme. Mhm. 2009 erforschten Limbert und sein Team nur den Eingangsbereich der Höhle. Dabei fanden sie aber Teile der Höhle, die sie etwa 150 Meter breit und 200 Meter hoch schätzten. Genug Platz für zwei Big Bens. Die Deer Cave in Sarawak, Malaysia, gilt momentan als weltgrößte Höhle. Doch Limbert ist überzeugt, dass die Son Dong-Höhle größer ist. Bringen wir das mal in eine Reihenfolge. Doch um das zu bestätigen und einen neuen Rekord aufzustellen, brauchen sie Beweise. Die Höhle ist nicht vermessen, das ist also unsere Aufgabe. Wir müssen herausfinden, wie groß sie wirklich ist. Diese Passage hier war wirklich schwer zu vermessen. Jonathan Sims ist einer der vier Autoren dieser provisorischen Karte. Wir müssen über diese Mauer. Die Felswand, die ihn 2009 aufhielt, ist die größte Herausforderung. Der Aufstieg ist gefährlich. Die Wand ist 14 Meter hoch und besteht aus lockerem Kalkspat und Lehm. Mit sowas haben wir nicht gerechnet. Nicht mit sowas. Sims ist vom Erfolg der Expedition überzeugt. Schaffen sie den Aufstieg, ist er überzeugt, dass sich dahinter die Höhle weiter erstreckt und sie einen neuen Rekord aufstellen. Nach ihren Schätzungen ist die Wand etwa 5 Kilometer höhleneinwärts.
Sie werden etwa 7 Tage für den Weg zur Wand und von der Wand zurück zum Eingang brauchen. Nach 350 Metern erreichen sie einen Fluss. Diesem folgt das Team durch die Höhle. Dann geht es hinunter zu einer flachen, sandigen Absenkung und weiter durch einen Steintrichter, eine Doline. Jenseits des Trichters hofft Becher auf neue Lebensformen zu treffen und Granger auf Hinweise, die ihm sagen, wie die Höhle entstand. Dann folgt eine schmale Passage und ein weiterer Steintrichter. Der letzte bekannte Teil der Höhle ist 400 Meter lang und nach der großen Mauer geht es weiter ins Ungewisse. Limbert und sein Team erforschen bereits seit 1990 Höhlen. Sie suchten sich das Kebang-Massiv nicht umsonst aus. Dort gibt es die idealen Zutaten für Höhlenbildung: Wasser und Kalkstein. Dort, wo es keinen Kalkstein gibt, sammelt sich das Wasser zwischen den Felsen. Dort, wo es einen Ausgang findet, sind die Ergebnisse spektakulär. Das Wasser trägt den Stein ab und bildet Höhlen. Die Flüsse führen dank des Monsunklimas immer genügend Wasser, sodass die Chancen auf Höhlenbildung steigen. Bis jetzt haben sie Höhlen mit einer Gesamtlänge von 100 Kilometern entdeckt, aber keine, die so groß ist wie diese. Sie glauben, dass noch andere Faktoren zu ihrer Bildung beigetragen haben. Um zum ersten Camp zu gelangen, müssen sie sich durch beschwerliches Terrain kämpfen. Sie haben es schon einen halben Kilometer in die Höhle geschafft. 20 Meter vor ihnen liegt ein reißender Fluss. Dieser Fluss ist wie die Hauptarterie der Höhle. Selbst da, wo er am flachsten ist, fließen 10 Kubikmeter Wasser pro Sekunde vorbei. Dieser Fluss formte die Höhle und das Team muss ihn zweimal überqueren. Limbert macht den Anfang. Hier kommt manchmal Wasser durch. Ist glitschig hier. Ich kann den Fluss sehen. Da sind wir. Wir werden bestimmt nass. Da hinten sieht's gefährlich aus. Ich gehe rüber und hole euch nach. Sieht aus, als müsste man über den Spalt klettern. Ein paar Bolzen hier, ein paar auf der anderen Seite. Hier geht's um Leben und Tod. Da muss alles stimmen. Im schlimmsten Fall reißt einer ab. Daher muss man auf Nummer sicher gehen. Der Fluss könnte leicht eines der Teammitglieder mitreißen. Und wenn der Fluss Hochwasser führt, könnte ihre Fluchtroute abgeschnitten werden. Was sagt die Wettervorhersage für die nächsten Tage? Alles gut, aber man muss vorsichtig sein. Limbert hat die Expedition zeitlich genau geplant. Der Wasserstand ist niedrig, die Trockenzeit bald zu Ende. Aber jeder unerwartete Regenguss kann den Fluss anschwellen lassen. Und los! Ihr könnt rüber. Der Nächste. Man muss sehr aufpassen, dass einen der Fluss nicht mitreißt.
Wir wissen nicht genau, was flussabwärts wartet. Da könnten spitze Felsen sein. Und daran kann man sich lebensgefährlich verletzen. Oder zumindest in ernste Schwierigkeiten geraten. Und das wäre das Letzte, was wir gebrauchen können. Ich bin recht nervös. Ich bin ja eher schmächtig gebaut. Da muss man aufpassen, dass einem die Beine nicht weggerissen werden. Das ist ganz schön gefährlich. Augenblick, ich mache hier fest. Das war das erste große Hindernis. Jetzt kann sich Granger umschauen. Hier sind große Stalagmitenformationen. Die Höhle ist wirklich außergewöhnlich. Wir haben es endlich runter zum Fluss geschafft. Dann können wir hier unser Lager aufschlagen und uns überlegen, wie es weitergeht. Ständig stellt er sich die Frage, ob in einem Land voller großer Höhlen diese wirklich die größte ist. Wie wird eine Höhle so groß? Wir können hier eine Menge lernen. Um als Weltrekord zu gelten, muss die Höhle größer, breiter und länger sein als die momentan weltgrößte Höhle, Deer Cave in Sarawak, Malaysia. Es gibt eine Menge großer Höhlen auf der Welt und wenn man nur nach Volumen geht, gibt es Höhlen, die größer sind als diese. Aber es sind die Dimensionen dieser 5 Kilometer langen Passage hier, die diese Höhle einzigartig machen. Die Höhle verläuft gerade von Nord nach Süd. Dann legen wir los. Granger glaubt, dass das Wasser in dieser Höhlensektion eine Antwort auf die Frage nach der Größe der Höhle geben kann. Saures Wasser löst den Kalkstein auf. Um diese Theorie zu bestätigen, wird ein Test gemacht. Ich messe den pH-Wert. Dazu lege ich das hier eine Weile ins Wasser. Und dann wissen wir Bescheid. pH-Werte liegen auf einer Skala von 0 bis 14. Je niedriger der Wert, desto saurer das Wasser. 7 ist ein normaler Wert. Daher rechnet Granger mit einem Wert weit darunter. Draußen tobt ein Tropengewitter. Auf dem Weg durch den Boden nimmt das Wasser Kohlendioxid auf und wird sauer. Ein hoher Säuregrad würde das Wasser also effektiver darin machen, sich einen Weg durch den Kalkstein zu fressen. Meine Messung ist fertig. Wir haben einen Wert von 7,5, also einen gewöhnlichen Wert. Die Ergebnisse sind überraschend. Das Wasser ist nicht besonders sauer. Granger muss weiter nach Antworten suchen und dafür tiefer in die Höhle hinein. Ich muss umdenken und überlegen, was mir das über die Entstehung von Höhlen sagt. Wir halten unsere Augen offen. Das Team schlägt ein Lager auf, um sich auszuruhen. Sie haben Nahrung für 6 Tage. Sie müssen ihre Lebensmittel gut einteilen. Es ist gerade genug, um zur großen Wand und wieder zurückzukommen. Dr. Hieu Nguyen ist Geomorphologe und der Biologe Tai Nguyen von der Universität Hanoi unterstützen Lambert. Ich hoffe, die Träger bringen die anderen Taschen zum Lager. Eine tolle Expedition mit einer tollen Gruppe. Jeder bringt sich voll ein. Becher begibt sich tiefer in die Hülle. Doch statt der erhofften Lebensformen findet sie nichts. Ist
Ich hatte große Erwartungen. Aber ich muss meinen Ansatz wohl überdenken. Das Team ist erschöpft und macht sich fertig für die Nacht. Am nächsten Morgen schaffen sie es einen Kilometer weiter in die Höhle. Daryl Granger hat schon einige große Höhlen gesehen, aber diese hält eine Überraschung bereit. Inmitten der Son Dong-Höhle liegen Dolinen, eine Art Felstrichter. Wow! Hier ist das Höhlendach eingestürzt und lässt Sonne und Wasser hinein. Das muss die größte Höhle der Welt sein. Einfach riesig. Das ist 1,5 Kilometer von uns entfernt. Unglaublich. Hier, 400 Meter unter der Erde, wächst ein eigener Dschungel. Ein Dschungel mitten in einer Höhle. Das ist echt wunderschön. Ein echtes Weltwunder. Sowas gibt es sonst nirgends. Der heilige Gral für jeden Biologen. Die Doline gibt Granger einen Einblick in die Struktur des Kalksteins. Das ist eine spezielle Dolinenform. Sie ist eingestürzt. So etwas passiert, weil der Fels nicht tragfähig ist. Das sieht man an der Wand da hinten. Der Fels kann das Dach nicht tragen. In der Vergangenheit hat der Fluss also den Kalkstein der Höhlendecke abgetragen, was schließlich zu einem Einsturz der Decke führte. Man muss sich das vorstellen wie ein Brett, das so weit herausragt, bis es das eigene Gewicht nicht mehr tragen kann. Und genau das passiert hier. Die Höhle wird immer größer und kann irgendwann ihr eigenes Gewicht nicht mehr tragen. Die Kalksteinablagerungen in Vietnam sind besonders dick, mit nur wenigen Schwachpunkten. Der Fluss verläuft direkt durch diese Ablagerung. Die Dolinen entstehen also genau da, wo der Kalkstein am dünnsten ist. Dank Regen und Sonne hat sich hier Leben angesiedelt. Dr. Tai Nguyen und Annette Becher sind die Ersten, die sich hier ins Gestrüpp wagen. Man kann sich ein gutes Bild der Unterschiede machen. Sie ist gespannt auf Dr. Tais Wissen, um zu verstehen, wie sich dieser Dschungel von dem an der Oberfläche unterscheidet. Bechers Erwartungen werden endlich erfüllt. Hier findet sie ein einzigartiges, unerforschtes Ökosystem. Fantastisch. Eine echte Schatzkammer für Biologen. Alles hier wuchs durch Zufall. Vögel ließen Samen fallen und die sind dann gewachsen. Und die Lebensbedingungen hier unten sind anders als an der Oberfläche. Hier ist es dunkler und windgeschützter. Der Boden besteht aus Kalksteinschutt. Es gibt weniger Licht und Wasser, was bedeutet, dass diese Pflanzen neue Überlebensstrategien brauchen.
Diese Art ist auf der Oberfläche immer grün. Okay. Aber die hier hat im Winter Blätter abgeworfen. Sie ist also eigentlich sommergrün. Die roten Blätter hier sind die neuen. Becher hatte auf völlig neue Pflanzenspezies gehofft. Doch Dr. Tai sieht keine Anzeichen für neu entstandene Arten. Er ist der Meinung, dass sich die Pflanzen in der Doline extrem angepasst haben. Diesen Prozess nennen Biologen phänotypische Plastizität. Besonders Pflanzen können ihre äußere Form verändern und sich an ihre Umwelt anpassen. Zwei Pflanzen mit der gleichen DNA können also in verschiedenen Umgebungen völlig anders aussehen. Das haben wir hier, genannt phänotypische Plastizität. Die Doline ist voll von angepassten Pflanzen. In den Tropen sind die meisten Bäume immergrün, doch hier unten sind sie sommergrün, leicht belaubt und haben dünne Stämme. Laut Dr. Tai gehen die Bäume so mit dem knappen Wasservorrat und dem wenigen Licht um. Die Wände der Doline bilden eine natürliche Barriere zur Außenwelt und ermöglichen Leben mitten in der Höhle. Becher will einige Fallen auslegen. Alkohol konserviert die Tiere, die sich dort hinein verirren. Sie macht sich auf die Suche nach Lebenszeichen in der Höhle. Doch es sieht nicht gut aus. Hat das Wasser, das die Höhle hat entstehen lassen, auch jegliches Leben ausgelöscht? Granger macht eine Entdeckung, die erklären könnte, warum das Wasser eine so große Höhle gebildet hat. Er glaubt, dass die Fließgeschwindigkeit bei Hochwasser die Antwort sein könnte. Hier sehen wir kleine Mulden in der Wand, die entstehen, wenn Wasser vorbeifließt. Er erwartet, Beweise dafür zu finden, dass das Wasser hier mit großer Geschwindigkeit vorbeifloss. Je schneller das Wasser fließt, desto kleiner sind die Mulden. Ist eine Mulde also ein Meter groß, fließt das Wasser sehr langsam. Die hier sind nur ein paar Zentimeter groß. Von der Größe der Mulden lässt sich auch die sogenannte Reynolds-Zahl ableiten, die ein Maß für die Turbulenz des Wassers ist. Doch die Ergebnisse sind durchschnittlich, wie der pH-Test, und erklären die Größe der Höhle nicht. Das Wasser fließt etwa mit 5 km/h vorbei, ein völlig normaler Wert für einen Fluss. Er kommt hier also nicht weiter. Doch Granger glaubt, dass sich tiefer in der Höhle die Dinge ändern. Die erste Doline ist kollabiert und bildet einen Damm mitten in der Höhle. Gehen wir weiter, wird es trockener. Es wird normaler und weniger lebhaft. Und da siedeln sich dann Lebensformen an, ohne dass sie alle 10 Jahre weggespült werden. Doch für Granger bleibt die Größe der Höhle ein Geheimnis. Die Gegend hat alle Zutaten, die man für eine große Höhle braucht. Große Kalksteinablagerungen und schwere Monsunregen. Doch die Geschwindigkeit und Turbulenz des unterirdischen Flusses scheinen mit der Höhlengröße nichts zu tun zu haben. Oi! Auch das Vermessungsteam sucht nach Antworten. Oi!
Dem Echo nach geht es hier noch 500 Meter weiter. Am Ende eines Tages rufen wir in die Höhle hinein, um herauszufinden, ob es noch weitergeht, damit wir wissen, worauf wir uns am nächsten Tag einstellen können. In dieser Höhle kommt ein modernes Vermessungssystem zum Einsatz. Früher wurden Höhlen per Hand vermessen. Doch heute ist es dank Lasertechnologie nicht mehr nötig. Jeder Teil der Höhle muss vermessen werden, bis auf den Zentimeter genau. Um als weltgrößte Höhle gelten zu können, zählen Länge, Höhe und Breite. Ein Laserstrahl wird auf eine Lichtmarkierung gesendet, um die Entfernung zu messen. Sie messen Höhe, Entfernung und den Winkel, eine mühsame Tätigkeit. 29,9 minus 3,099. Linke Seite. Der Laserstrahl richtet sich auf den höchsten Punkt dieser Sektion, 100 Meter. Die Freiheitsstatue würde hier locker reinpassen. Die bislang breiteste Stelle beträgt 103 Meter und erstreckt sich einen Kilometer weit. Genug Platz für ein oder mehrere durchfliegende Flugzeuge. Sehr schön. Wir gehen zum Ausgangspunkt zurück und dann nach unten. Okay. Kannst du das Ziel anleuchten? Limbert glaubt, dass die Höhle länger und breiter als die Deer Cave ist. Doch noch fehlt die Messung der höchsten Stelle. Ein bisschen höher, Jonathan. Sie befinden sich 4 Kilometer tief in der Höhle. Und noch ist die Deer Cave die größere von beiden. Ihre Hoffnungen ruhen auf der großen Mauer. Doch sie haben nur noch 3 Tage und ein Problem. Die Dolinen lassen neben Licht auch Wettereinflüsse von oben in die Höhle. Jonathan, please, we've got problem with the clouds now. Wir haben ein Problem mit dem Nebel. Die Messungen sind genau, wenn kein Nebel im Weg ist. Aber leider haben wir welchen am anderen Ende. Das macht es schwierig und ist ein typisches Problem in Höhlen dieser Größe. Das Team bricht wegen schlechter Sicht ab. Und die Zeit wird immer knapper. Um Zeit zu sparen, schickt Lambert, Sweeney und Clark voran, um die Wand kletterfertig zu machen, damit der Rest der Expedition morgen folgen kann. Vor ihnen die große Mauer von Vietnam. Schaffen Sie es nicht nach oben, werden Sie nie wissen, wie hoch die Höhle wirklich ist. Die Expedition 2009 nahm an, dass die Wand etwa 14 Meter hoch sei. Doch Clark und Sweeney rechnen eher mit 30 Metern Höhe. Sie haben die richtige Ausrüstung für den Aufstieg, doch dieser wird länger und gefährlicher als angenommen. Die Wand besteht aus Tropfstein, weichem, brüchigem Gestein. Die ersten 5 Meter sehen gut aus, sind es aber nicht. Diese Wand könnte das erfolglose Ende der Expedition bedeuten. Nur Matsch und Schutt. Die Höhle gibt ihre Geheimnisse nicht kampflos preis. Es zerbricht einfach. Was? Es zerbricht einfach. Sweeney und Clark haben sich seit einem Jahr darauf vorbereitet. Sie wollen die Wand hochklettern. Aber die Wand ist aus Kalkspat. Da halten normale Bolzen nicht.
Der Aufstieg wird lang und hart. Becher hatte gehofft, hier neue Spezies zu finden. Doch bis jetzt steht sie mit leeren Händen da. Ein trockener Durchgang bietet jedoch eine neue Gelegenheit. In diesen Durchgängen findet man möglicherweise Kriechtiere, die sich abseits der Haupthöhle entwickelten. Die Höhle wird regelmäßig überflutet, daher kann sich Leben schlecht ansiedeln. Doch in den trockenen Nebengängen glaubt Becher fündig zu werden. Je kleiner und primitiver eine Spezies ist, desto einfacher passt sie sich der dunklen Umgebung an. Und nicht nur wegen der simpleren DNA. Evolution dauert lang, aber wenn es pro Jahr 2 oder 3 Generationen gibt, geht es natürlich schneller. Bei Säugetieren dauert es länger, deswegen werden wir hier keine weißen blinden Fledermäuse finden. Durch die Größe der Höhle ist es möglich, dass sich bestimmte Spezies unabhängig von anderen entwickelt haben. Schaut mal hier. Die erste weiße Assel in dieser Höhle. Es sind dieselben wie an der Oberfläche, aber eben nicht grau oder schwarz. Das habe ich nicht erwartet. Ich bin also sehr zufrieden. Endlich wird Annette Becher fündig. Eine Tierart, die sich hier unten anders entwickelt hat als an der Oberfläche. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es sich um eine neue Spezies handelt. Dafür braucht man nämlich geografische Isolation, so wie hier. Sie haben keine Pigmentierung. Es ist eine Assel, die es so nur in dieser Höhle gibt. Besser geht's nicht. Eine tolle Entdeckung. Eine Art, die sich an die Umgebung angepasst und die regelmäßigen Überflutungen in der Höhle überlebt hat. So etwas hat niemand zuvor gesehen. Das finde ich toll. Eine tolle Entdeckung. Die Assel zeigt eines sehr deutlich. Die Organismen, die sich ihrer Umgebung am besten anpassen können, haben die besten Überlebenschancen. Zu Anfang hatte ich kaum Erwartungen. Die weiße Assel ist daher ein echter Glücksfall. Die Evolution hat es der Assel ermöglicht, sich ihrer einzigartigen Umwelt anzupassen. Für Höhlenbewohner nimmt man an, dass sie unpigmentiert und blind sind. Aber ich glaube nicht, dass die Asseln, die wir fanden, blind sind. Sie können Lichtquellen erkennen, also haben sie sich noch nicht komplett verändert. Der nächste Evolutionsschritt ist wahrscheinlich, dass sie ihr Augenlicht komplett verlieren. Becher hat eine neue Spezies gefunden und ist nun eine von wenigen Wissenschaftlern, die eine einmalige Entdeckung gemacht haben. Aber all das wäre unmöglich, gäbe es diese Höhle nicht. Im Lager wird die Zeit knapp und das letzte Essen serviert. Sweeney und Clark machen derweil die Wandkletter fertig, damit das ganze Team ihnen folgen kann. Sollten sie keinen Erfolg haben, kann die Vermessung der Höhle nicht abgeschlossen werden. Limbert und die anderen warten auf Neuigkeiten. Die Zeit wird knapp, doch Granger ist überzeugt, das Geheimnis der Größe der Höhle entschlüsselt zu haben.
Es gibt hier Wasser, Kalkstein und tropisches Klima. Doch all das reicht nicht, um die Größe der Höhle zu klären. Granger wirft erneut einen Blick auf die Umgebungskarte. Auf der Karte sehen wir, wo wir gerade sind. Im Kebang Nationalpark. Die Lösung liegt nicht in der geologischen, sondern in der geografischen Beschaffenheit. Granger entdeckt einen Riss im Erdreich, der in etwa der Form und Lage der Höhle entspricht. Als ich den Riss auf der Karte sah, war alles klar. Er verläuft von Nord nach Süd, so wie die Höhle. Wir befinden uns also genau auf dem Riss. Und so ist die Höhle entstanden. Da oben sieht man es. Da, wo die Höhle heute ist, verlief ein Fluss, direkt über einem Riss im Erdreich. Der Fluss trug das Gestein ab und lief so in den unterirdischen Riss. Nachdem das Wasser den Riss gefüllt hatte, begann es, das Gestein auszuhöhlen. Und zwar entlang dem Pfad der Gesteinsfalte. Eine gigantische Höhle entstand. Ein weiterer Faktor: Der Riss war schmal. Der Fluss hüllte den Riss immer weiter aus, doch dank der Form des Risses stürzte die Höhle nicht ein. Höhlen stürzen ein, wenn sie zu breit werden und ihr Dach nicht mehr tragen können. Hier jedoch bleibt die Höhle aufgrund der geologischen Beschaffenheit schmal. Sie wird länger, aber nicht breiter. Die Bruchlinie verläuft vertikal und hat so zur Bildung der vielleicht weltgrößten Höhle beigetragen. Die Wände sind ja fast vertikal und dabei sehr hoch. Die 400 Meter hohen Dolinen zeigen klar, was passiert, wenn eine Höhle einstürzt. Granger ist jetzt alles klar. Dicke Kalksteinadern, ein großes Niederschlagsgebiet, das einen Fluss mit Wasser versorgt. Eine Bruchlinie mit genau den richtigen Abmessungen für eine Höhle. Und schließlich einen Fluss, der den Kalkstein abträgt. Genau die richtigen Zutaten für eine riesige Höhle. Jetzt geht es nur noch um den Aufstieg, um den Weltrekord zu sichern. Haben es Sweeney und Clark nach oben geschafft? Für Limbert gibt es gute Nachrichten. Sie sind oben, doch die Wand ist höher als erwartet. Alles super. Die Wand ist etwa 80 Meter hoch. Wir haben ca. 80 Meter Seil verbraucht. 80 Meter. Das sind gute Nachrichten. Das Wichtigste für uns war, die Wand zu besteigen. Das haben wir geschafft. Heute Morgen war ich mir nicht so sicher, aber Sie haben einen tollen Job gemacht. 80 Meter sind einiges unter solchen Bedingungen. Alle fragen sich, was jenseits der Mauer liegt. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Höhle da zu Ende ist. Howard denkt, es geht weiter nach links, aber ich denke, da oben ist Schluss. Wir werden sehen. Die letzte Hürde liegt vor ihnen. Die große Mauer von Vietnam. Es hat fast 2 Tage gebraucht, bis die zwei oben waren. Der Fels ist brüchig, aber das war gute Arbeit. Als wir oben waren, waren wir echt erleichtert. Wenn man von oben runterschaut, das ist schon toll.
Sie haben die Wand erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Jetzt sind sie nur noch einen Aufstieg von einem möglichen Weltrekord entfernt. Lambert und Sims suchen einen Punkt, der höher liegt als der höchste Punkt der Deer Cave. Doch noch haben sie keinen gefunden. Endet die Höhle hier? Ist der Weltrekord verloren? Das wird gefährlich. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist nur was für erfahrene Leute. Lambert entscheidet, dass nur das Vermessungsteam die Wand erklimmt. Der Aufstieg ist zu gefährlich für Granger und das Filmteam. Los geht's. Ab geht's ins Unbekannte. Wer geht zuerst? Sweeney. Wir sind alle gespannt, was hinter der Wand liegt. Das Filmteam bringt eine Kamera an einem Helm eines Kletterers an, um den Aufstieg zu filmen. Lambert und seine Leute haben es fast geschafft. Jeder leistet seinen Beitrag. Es geht nicht nur um den Aufstieg, sondern auch die Vorarbeit. Wir haben ein Jahr lang geplant und vorbereitet. All das, was es uns am Ende ermöglicht, hier hochzuklettern. Alle Kletterer schaffen den 80 Meter Aufstieg. Einfach fantastisch. Schaut euch das an. Der schwierigste Teil ist geschafft. Endlich haben sie die große Mauer von Vietnam bezwungen. Sie entspricht einem 25 Stockwerke hohen Gebäude. Doch die Freude währt nicht lange. Wie Granger befürchtet hatte, endet die Höhle nur 300 Meter weiter mit einem Ausgang in den Dschungel. Die letzte Messung hier oben muss also die 175 Meter Höhe der Deer Cave schlagen, um den Titel der größten Höhle der Welt zu erlangen. 80 Meter sind sie geklettert, es fehlen also noch 95 Meter für den Weltrekord. 45,8. Sims nimmt die letzten Messungen vor. 188. Misst du nun die Passage da drüben? Ja. Echt riesig. Endlich. Die Ergebnisse, auf die alle gewartet haben. 96,4. 96,4. Die Messungen zeigen, dass die Son Dong-Höhle tatsächlich die größte Höhle der Welt ist. Höher, breiter und länger als jede andere Höhle auf der Welt. Einfach sensationell. Ich denke, jetzt ist klar, dass dies die größte Höhle der Welt ist. Eine tolle Leistung. Eine beeindruckende Höhle. Wir hatten eine tolle Erfahrung. Das war wirklich eine wahnsinnige Sache. Einfach super. Besser geht's nicht. Die Expedition war ein voller Erfolg. Wir haben alles geschafft, was wir uns vornahmen. Mehr geht nicht. Eine großartige Erfahrung. Ich bin froh, dass ich dabei war in der größten Höhle der Welt und herausgefunden habe, warum sie so groß ist. Es war uns eine Ehre, bei Howard und seinem Team dabei gewesen zu sein.